Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongrims Jakob von den Frakta und ich bin in Crown Takers. Also das ist jetzt wieder mal so ein Spiel, da kann ich euch noch nichts drüber erzählen, das kenne ich einfach nicht. Gucken wir mal. So von der Optik könnte es jetzt sein, Rollenspiel, Strategiespiel, Adventure, könnte vielleicht sogar eine Wiesim sein. Das fände ich übrigens ziemlich geil. Nachdem ich Medieval Bridge Constructor gespielt habe, kann da sogar ein Puzzle oder Rätselspiel sein. 2D-Action-Spiel wird sogar auch hergeben, haben wir auch schon gesehen. Gucken wir mal, also vieles ist möglich, rein hier vom ersten Blick. Und es ist der Held, wo ist? Was ist jetzt wieder? Na halt, Moment, ich will normal. Warum leuchtet beides in der Farbe? Ne, wir gehen nochmal ins Menü zurück. Ja. Ich hab's verstanden, er schläft. Ich bin es, dein Vater. Ist ja großartig. Okay, speichern verlassen. Okay, neues Spiel. Zack. So. Achso, die sind automatisch. Ach gut, deshalb sind die beide hellblau. Okay, also normal. So, gut. Jetzt müsste es aber richtig gestartet haben. Willkommen auf den Ländereien des Herzogs von Isaiah? Wir nennen ihn Isire. Hä? Kraft eigener auch ganz beschließlich, er heißt Isire. So, ihr seid noch einige Wegstunden von der Box. Nein, ich brauche kein Intro, das haben wir gerade gehabt. Okay. Bin ich das da? Er ist ein Bastard, okay. Einer der unehelichen Söhne, sehr schön. Da war ein König aber sehr aktiv. Ja gut, andererseits, man braucht mehr Bevölkerung im Land, gell? Und man kann jetzt immer darauf vertrauen, dass die Leute das allein hinkriegen. Da muss man als König manchmal hilfreich zur Seite, oder dahinter, oder davor, oder darunter, oder wie auch immer. Der König wird von dem bösen Herzog von Isaiah gefangen gehalten, der ein Stadtrecht... Ah, nee, wir wollten ja festlegen, dass er Isir heißt, genau. Der ein Stadtrecht im eigenen Kerker beeilen, jawohl. Gebäude. Aha. Gruppenmitglieder, also vielleicht ein Rollenspiel? Dein Herr Söldner, das hört sich aber eigentlich eher nach einem Strategiespiel an. Vier Söldner. Also wir haben eine Gruppe von maximal 5, der Held plus 4. Mhm, okay. Super, okay, ja, immerhin. Okay, es ist ein bisschen komplexer, als der erste Blick vermuten lässt.
Stärke, kritisch. Also im Moment würde ich eher sagen, es ist ein Rollenspiel. Wenn ein Rübenbauer und Bastard von einem König ist, er erstaunlich gut ausgerüstet. Ich hätte jetzt gesagt, er hatte irgendwie Lumpenmann und einen Handball, aber gut, freuen wir uns der Dinge, die wir haben. Und jetzt drücke ich da drauf. Aha, und dann ploppen weitere Hexfelder. Das ist ja interessant. Das, ich nenne mich so ein bisschen an sowas wie Siedler von Catan. Oder, also jetzt nicht unbedingt, weil das hier wie Siedler von Catan ist, sondern einfach aufgrund dieses, man legt halt einfach Spielsteine, also Spielfelder in Achteckform eben an, sobald, ja, okay, also vielleicht ist das sogar auf Basis von einem Brettspiel. Ich kenne es halt bloß nicht. Ja, ignorieren wir mal. Schön. Das haben wir soweit schon mal verstanden. Jetzt natürlich die Sache. Die Rune haben wir ja jetzt. Wir reden mal mit dem Schmied über das Thema. Dann machen wir die Verbesserung. Großartig. Jetzt können wir da... So, die gehört in die Rüstung. Ja, okay. Aber die Rüne, die Dingsbums, die Rüstung hat wahrscheinlich keinen Slot. Genau. Aber ich habe ja einen Fetzen. Toll! Jetzt? Ah, ich bin einfach Blitzmerke. Großartig, dann... Klopfen wir uns mal mit den Wölfen. Nee, wir kämpfen mal. Ich verschleudere. Wieso soll da Geld eine Ablenkung bei Wölfen bringen? Es sei denn, ich werfe sie gegen den Kopf. Aber das lenkt die höchstens Sekunden ab und macht sie vielleicht nur noch sauer. Ja. Wir machen mal Wache. Der ist aber putzig. Ja, okay.
Aber das war ja vielleicht eine blöde Idee, in die Richtung zu gucken, mit dem Rücken zum Wolf. Mhm, schön. Was man alles aus so einem Wolf rausschneiden kann. Also man kann auch nur auf dem Faden laufen. Ich kann jetzt nicht einfach so in die Wallerei hier hinter. Gott. Ja, ja, wir sind da bereit. Aber sowas von unglaublich wie bereit. Theogal. Ja klar, warum nicht? Okay, ich habe immer noch 4 von 10. Aha, interessant. Warum sollte ich denn Zimmer mieten wollen? Mhm. Kostet der mich nur einmal 2 Gold oder will der ständig 2 Gold haben? Hm, Lanzenträger. Ja, ich habe ja ein bisschen Gold. Rekrutieren wir mal. Oh, ich kann jonglieren. Nee, wir verschleudern mal. Obwohl. Ach komm, lass uns mal machen. Ja, das war doch klar gegen Profi. Manchmal darf man Glück haben. Hatte ich gerade eben noch mehr? Ich glaube schon. Ich glaube, der Söldner jeden Tag 2 will. Hat sie sehr langes Haar, dann sollten wir schnell weglaufen. Achso, ich habe ja Stufe 1 schon. Ja, das hätte ich mir ja gerade sparen können, gell? Ja. Kämpfen? Das war jetzt nicht unbedingt der Riesenschuss, will ich einfach mal festhalten. Das war schon besser. Hm. Ich dachte, es wären Wachen. Na ja, gut, ich will mich nicht beschweren.
Ich glaube, dass sowas nicht verkehrt ist, wenn man sowas besitzt. Warte mal, wir wollen ja erst zur Höhle, oder? Nett. Nur bräuchten wir halt noch einen Schmied, gell? Da ist ein Schmied. Hallo Schmied. Ich hätte ganz gern eine Verbesserung. Das Gold habe ich leider noch nicht. Aber den würde ich gerne noch verbessern. Und den da. Und den da. So, zum Händler. Das können wir mal behalten, falls wir noch einen dritten dazu bekommen. Ja, aber ich kann doch jetzt... Ach stimmt, warte mal. Das macht man ja beim Schmied. Ich glaube, wir laufen. Warte mal, wer hatte das Gold? Die da hat doch das Gold, oder? Genau. Sehr schön. Da kommen wir Sachen nämlich deutlich näher. Was ist das? Eine Burg. Okay. Hey, wir haben das bestmögliche Schwert, wir haben den bestmöglichen Bogenschützen. Wenn wir verkacken, oh, das ist ziemlich wahrscheinlich. Wir sollten abhauen. Ah, gut. Ah, es war aber erbärmlich.
Bogi muss weg, aber... Toll. Das ist jetzt eher ungünstig gewesen. Ja, immerhin, er hat noch mehr Bastarde gezeugt. Hatte ich mal gespeichert? Ne, ich hatte nicht gespeichert. Ist jetzt irgendwie ungünstig. Das heißt, ich muss mal von vorne anfangen. Das ist doof. Ja. Ich muss jetzt ehrlich sagen, die Motivation, das jetzt nochmal zu machen, ist annähernd null. Warum habe ich eigentlich nicht gespeichert? Welcher Dämon hat mich da geritten? Kann man überhaupt speichern? Ah ja. Ah, man kann aber keine mehreren Speicherstände haben. Ich kann immer nur einen Speicherstand haben. Okay. Finde ich doof. Aber, naja gut, ist halt so, gell. Achso, stimmt, man kann ja nicht einfach durchlaufen. Ich wollte ja eigentlich jetzt mich da durchbestechen oder ablenken, um so schnell wie möglich diesmal interessant. Okay, aber dadurch haben wir jetzt immer was gelernt. Das ist nicht festgehalten. Also diese Level sind, also diese Missionsbereiche, diese Abschnitte sind zufällig generiert. Also da kommt jedes Mal, also nicht unbedingt jedes Mal, aber es kommt eine gewisse Variation ist möglich. Ja gut, diesmal ist der Wolfsherrscher war das letzte Mal schon da. Naja, wuhuhu. Wuhuhu, 15? Okay. Thank you.
Okay, also das Spiel ist auf jeden Fall, also auf mich wirkt das wie eine Brettspielumsetzung. Ich kenne halt das Brettspiel nicht. Aber wenn, ich werde es auf jeden Fall recherchieren, wenn es ein Brettspiel gibt und so, suche ich euch das natürlich raus, verlinke euch alles dazu. Ja, da haben wir das im Fakt, der geht sehr schief, ja. Finde ich ganz witzig gemacht. Optisch gibt einem das jetzt nicht so viel. Das ist ein ganz niedlicher Comic-Stil, aber aufgrund der 2D- und Hexfeld-Geschichte, was, wie ich weiterhin annehme, einfach daran liegt, dass man hier möglichst am Spiel, am Brettspiel bleiben wollte, ist das jetzt schon, sagen wir es mal so, es ist jetzt nicht unbedingt so die wonnige Pracht für meine Augen, ja, das ist, aber macht ja nichts, wenn das Spiel gut ist, stört mich das ja gar nicht, will das jetzt nur mal festgehalten haben. Spielerisch ist es ein Rollenspiel soweit, das ist ein Taktik-Rollenspiel, da wir ja bis zu 5 Mann oder Frau, wie auch immer, gemischte Gruppe aufstellen können und die führen wir eben in Runden basierte Kämpfe. Das wiederum ist ein ganz klassisches Ding von Rollenspielen, das wir noch von guten alten Rollenspielen von früher erkennen, dass wir einen Gefechtsmodus und rundenbasierten Modus haben mit verschiedenen Fähigkeiten. Wir können unseren Helden und seine Söldner aufrüsten. Großartig skillen ist hier jetzt nicht drin. Jetzt kann er zwar in der Stufe aufsteigen, er hat ja auch gewisse Fähigkeiten, das hatten wir ja gesehen. Und dann nehme ich an, dass wenn er genug XP hat, um in die nächste Stufe zu kommen, hier diesen Werten wahrscheinlich steigen wird. Aber es ist jetzt nicht so das ausgefeilte Charaktersystem. Wir haben jetzt also keine tollen Zusatzfähigkeiten und ganz viele verschiedene Fähigkeiten unserem Krempels. Das entfällt hier weitgehend. Das ist schon ein bisschen RPG-Light in der Hinsicht. Aber auch das ist wiederum nicht so tragisch. Storytechnisch finde ich es ganz witzig gemacht. Vor allem diese Beiläufigkeit so, bist halt ein Bastard, gell. Wenn du halt verkackst, gibt noch andere. Aber wenn du es schaffst, belohnen wir dich. Also das ist schon mal ganz nett gemacht. Generell kommt da schon durch, dass da sich jemand, also wenn es ein Brettspiel ist als Basis, nehme ich an, dass das über Ereigniskarten und sowas läuft. Oder durch so Zufall. Interessant finde ich nämlich auch, dass hier diese Karten, gewisse Elemente der Karten zufällig sind, also ob jetzt eine Höhle oder ein Wachturm oder ein Haus, wie viele Gegner oder wo die sitzen, das variiert von Spiel zu Spiel. Das macht es natürlich auch nochmal interessanter, vielleicht nochmal neu anzufangen, weiß ich jetzt nicht. Mich gerade eben hat es eher demotiviert, nachdem ich schon so weit war und dann auf die Nase gekriegt habe. Das fand ich dann eher bitter. Generell, das mit den Speicherständen gefällt mir nicht, eben, dass es keine gibt. Das macht es zudem auch etwas schwieriger für den Spieler, mal zu sagen, ich will jetzt mal ein bisschen wagemutigen Bereich einfach mal so austesten, ob ich das schaffen kann oder nicht. Also ich finde es kein schlechtes Spiel. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich hier jubilierend vor meinem Computer sitze und sage, jawohl, Freunde, nach hier machen wir mal 10 Videos, ja, da schauen wir uns aber mal. Auf der anderen Seite, ich würde ja schon ganz gern wissen, wie man eigentlich diesen Wolfsherrscher besiegen soll ins dritte Level, ins dritte Abschnitt kommen. Aber wisst ihr was, ich setze meinen ersten Cut, den hier halten wir jetzt mal, dieses erste Video halten wir jetzt mal quasi so als dieses Video fest, dass man so mal so festhalten kann, obwohl der Fissenfaktor Games Archive haben wir schon mal genug gesehen, wir wissen jetzt, was das überhaupt für ein Spiel ist, wie es aussieht, was man hier wie spielt, das ist ja soweit jetzt so schon mal soweit klar, dass wenn jemand sagt, das Spiel könnte mich interessieren, wie sieht denn das aus, hier Monty, zeig mal Video, der kann sich da schon mal ein ganz gutes Bild verschaffen, ob ihn das interessieren könnte oder auch nicht. Jetzt ist es aber meine persönliche Neugier, die treibt mich dann jetzt doch nochmal in ein zweites Video. Dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns gleich hier wieder. Dann fange ich nochmal an. Und bis gleich. Tschüss.